Drei Nail-Sets, alle schnell und sehr einfach umzusetzen, haben eine besondere Gemeinsamkeit, die für einen absoluten Wow-Look sorgt. Was genau das ist, zeige ich euch gerne im folgenden Video. Seit neuestem bereichern unseren Shop drei Geschwister des beliebten Quick Finish Glossy, bei denen ich mir sicher bin, dass sie euch genauso umhauen werden wie mich. So geschah es mir und nach der Liebe auf den ersten Blick sind sie auch für euch da. Die drei glamourösen Neuzugänge Quick Finish Silver, Quick Finish Gold und Quick Finish Rainbow sind ohne Schwitzschicht, haben alles, was ein Versiegler haben muss und einen Wahnsinns-Extra. Und zwar den darin enthaltenen, hochwertigen, lichtreflektierenden Glitzer, mit dem diese Abschlussgele jedes Design auf eine besondere Weise abschließen. Einfache Nailart wird damit zum absoluten Hingucker mit einem atemberaubenden Glitzereffekt. Es wird garantiert nicht einfach sein, sich für einen der drei Glitzerversiegler zu entscheiden. Deswegen gibt es diese Gele als Spaßset zu einem ermäßigten Preis. Ihr seht schon, der Nagel wird bereits vorbereitet, um mit dem ersten der drei Designs loszulegen, die ich für euch vorbereitet habe, damit ihr diese zauberhaften Gele in Aktion sehen könnt. Dadurch, dass der Nagel mit dem Aufbaugel Sculpture Pastel modelliert wird, kann ich gleich nach kurzer Feilarbeit schon mit dem French loslegen. Mit dem French Gel Snow White und dem mittleren Pinsel aus diesem Nail Art Pinsel Set ist es schnell gemacht. Ich habe schon lange keine French Nails gemacht, freue mich, dass sie wieder öfter zu sehen sind. Um mein French passend zur Jahreszeit aufzupeppen, Stichwort Winter, habe ich an diese tollen Glitzersternchen-Sticker gedacht. Weiße, sehr dezent glitzernde Sternchen passen gut zum weißen French. Solltet ihr Sticker im French-Bereich anbringen wollen, vergesst bitte nicht, die Schwitzschicht vom Nagel zu entfernen, damit sie bombenfest haften. Das gilt für Sticker im Allgemeinen. Das Anbringen der selbstklebenden Sticker ist schnell passiert. Schon bin ich fertig und werde den Nagel gleich mit dem Quick Finish Rainbow versiegeln, der übrigens auf Schwarz oder einem anderen dunklen Untergrund einen ganz anderen Effekt hat, den ich euch nicht enthalten möchte. Auf meinem hellen French Nagel sieht es wieder so aus. Einmal härten und fertig ist die wunderschöne Nailart für die Eiligen. Auf der Hand sah es dann so aus. Bisschen anders, aber vom Prinzip her dasselbe. Ein seltener Fall, wo ich mich nicht entscheiden konnte, welche der Aufnahmen ich zeigen möchte, denn es waren viele und alle so schön. Nun, bevor ihr euch langweilt, legen wir mit dem nächsten Design los. Dafür werde ich zwei rote Töne brauchen. Zum einen ist es Gel-Lack mit der Nummer 53 in einem wahnsinnig schönen roten Ton, den ich als Full-Cover auf den ganzen Nagel auftrage. Zum zweiten ist es Gel-Lack mit der Nummer 51, von dem ich ein wenig auf meinen Farbmischblock ablege, um es mit dem mittleren Pinsel aus diesem Nail-Art-Pinsel-Set besser aufnehmen zu können. Das dunklere Rot trage ich nun auf die Nagelseiten vertikal auf und lasse ihn zur Nagelmitte hin immer heller werden, so dass ein wunderschöner Farbverlauf in Rot entsteht. Wenn ich mit meinem Farbverlauf zufrieden bin, geht der Nagel wieder unter die Lampe. Quick Finish Gold macht nun aus diesem jetzt schon wunderschönen Nagel einen echten Schmucknagel. Ich sah diesen goldenen Versiegel und dachte sofort an Rot. Ich finde, Rot und Gold gehören einfach zusammen. Guckt euch bitte diesen Glitzer an. Dezent, wenn drin beim Tageslicht, sehr glamourös unter dem künstlichen Licht oder draußen unter der Sonne. Jedes Mal ein anderes Wow-Effekt. Ich weiß, ich lobe zu viel, aber ich bin dermaßen hin und weg von diesen Glitzerversieglern, dass ich mich nicht zurückhalten kann. Und bevor ich hier komplett dahinschmelze, mache ich mit dem nächsten Design weiter, bei dem ich mit Gel-Lack in Schwarz mit der Nummer 1 loslege. Damit lackiere ich den Nagel komplett und lasse ihn erstmal trocken werden. Quick Finish Silver ist bei diesem Design dran. Davon brauche ich auf dem Farbmischblock zuerst einen kleinen Klecks und dann den lichtreflektierenden Glitzer ebenfalls in Silber mit der Nummer 01. Ein wenig davon mische ich in den abgelegten Klecks ein und das Ganze wird zu einem ultradeckenden Glittergel, das bis zum Geht nicht mehr mit dem lichtreflektierenden Glitzer vollbepackt ist. Mit demselben mittleren Pinsel aus diesem Nail Art Pinselset ziehe ich auf den Nagel zuerst eine dicke, schwungvolle Glitzerlinie, die ich auf einer Seite sauber scharf und auf der anderen Seite ein wenig verlaufen lasse, bis ich dieses Ergebnis bekomme, mit dem ich den Nagel unter die Lampe schicke. Quick Finish Silver sorgt nun dafür, dass mein Glitzerverlauf perfekt gleichmäßig aussieht. Quick Finish Glossy sorgt wie immer für den Schutz des Nagels und für den ultimativen Glanz, so dass man vom Nagel jetzt schon den Blick nicht abwenden kann. Man könnte den Nagel so lassen oder darauf mit weißem Creamy Paint Color Gel noch eine Kleinigkeit malen. Die Malerei auf diesem Nagel ist zwar kein Muss, aber wenn jemandem schwarz zu viel ist, hellen ein paar weiße Blütenblätter schwarz doch ein bisschen auf. Was meint ihr? Blümchen ja oder nein? Ich habe mich jedenfalls für das Blümchen entschieden. Aber nur auf zwei Fingern.
denn dieses irre Funkeln kann nichts kaputt machen. Ob künstliches Licht oder Tageslicht, ob mit oder ohne Blümchen, diese Nägel werden, glaube ich, viele Fans haben. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video zumindest ansatzweise die Schönheit der neuen Glitterversiegler rüberbringen. Meiner Meinung nach gehören sie definitiv zu den Must-Haves auf jedem Nageltisch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bin dieses Mal besonders auf eure Kommentare gespannt. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und den Saida Nails Kanal zu abonnieren, wenn ihr über jedes neue Video benachrichtigt werden wollt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.